Ja, herzlich willkommen hier zur 22. Braunschweiger Mahnwache. Und ich freue mich, dass heute doch einige erschienen sind und vor allen Dingen, dass unsere Ukraine-Hilfe so gut anläuft, beziehungsweise jetzt am letzten Tag doch noch so viel Spenden kommen. Es ist also Wahnsinn und es wäre schön, wenn sich vielleicht ein oder zwei starke Kerle noch finden würden, die den Olli so ein bisschen mit unterstützen. Ja, beim Transportieren der Sachen, also einfach zur Hand gehen, mithelfen. Wer dort sich bereit erklärt, mitzuhelfen, bitte einfach beim Olli melden, der mit dem Kinnbärtchen. Und der wird sich freuen, wenn jemand mit zur Hand geht. Also ich denke mal, wir werden wahrscheinlich 200 Kisten allein aus Braunschweig zu der überregionalen Mahnwachen-Helfen-Aktion beisteuern können. Wir haben also an monetäre Unterstützung insgesamt zurzeit, also heute Stand 835,60 €, die wir dort mit beisteuern für die Ukraine-Hilfe. Und in der letzten Woche, und ich denke mal, das haben wir auch so dem Marc mit zu verdanken, der hier aus der Ukraine berichtet hat, was er dort unten live erlebt hat, was dort unten abgeht. Und wir haben also sage und schreibe in der letzte Woche Montag alleine 412,60 € hier an Spenden gesammelt. Und ich denke mal, das ist auch ein Riesenapplaus wäre für jeden, der hier auch gespendet hat. Und heute ist jetzt erstmal die Kasse auch noch da, das heißt die eckige Kasse, das ist die Spendenmöglichkeit noch weiterhin für die Ukraine-Hilfe. Und jeder Cent wird wirklich dafür auch transparent eingebracht. Die kleine Dose ist hier für die Mahnwache, das heißt alles das, was wir hier machen, damit wir das auch irgendwie finanzieren können, weil wie gesagt, wir haben keinen finanziellen Hintergrund, alles was hier steht, die Banner und so weiter, das haben wir alles zusammen, alle gemeinsam gemacht. Und wozu wir auch noch ein bisschen finanzielle Unterstützung brauchen, das ist in der kommenden Woche, am 2.10., nee, diese Woche ist das schon, am 2.10. und am 3.10. sind wir mit mehreren Mahnwachen in Hannover. Am 2.10. sind wir ab 14 Uhr auf dem Steintorplatz, das ist also gegenüber dem Anzeigenhochhaus. Und dort wurde also der Spiegel gegründet, in diesem Hochhaus. Und dort stehen wir auf diesem Platz am 2.10. ab 14 Uhr. Und am 3.10. stehen wir unmittelbar vor dem HCC. Das ist das Hannover Kongresscenter. Und dort drin wird sich dann unsere Frau Merkel, unser Bundesfahrer, der Gauck, noch der amerikanische Botschafter, soweit ich da informiert bin, werden also dort drin Reden halten und wir werden vor der Tür sein. Wir werden also direkt auf dem, wer das kennt, also direkt eine Insel vor dem HCC. Dort werden wir also stehen mit Aufbauten, mit Transparenten, mit Musik, mit Reden und werden also dort unseren Unmut lautstark dort auch kundtun. Jeder ist herzlich eingeladen, sowohl am 2.10. in die Innenstadt von Hannover mit uns zu kommen oder eben halt auch am 3.10. ab 11 Uhr dann am HCC. Ab 11 Uhr werden wahrscheinlich Merkel und Gauck dort eintreffen. Die möchten wir doch dann auch herzlich dort auch willkommen heißen. Wichtig ist noch für die, die mit dem Fahrzeug anreisen sollten, gerade am 3.10., da ist die Verkehrsführung geändert worden, weil wenn ein amerikanischer Botschafter da ist, muss natürlich alles abgeriegelt werden. Das ist gar nicht mal wegen Merkel und Gauck. Aber deswegen, wenn ihr über die Autobahn kommt, nehmt die Abfahrt Richtung oder die Anfahrt über den Zoo. Und zwar dort über die Abfahrt Weidetor Kreisel. Das ist also, wenn man von hier aus kommt, von Braunschweig kommt, eigentlich eine Ausfahrt früher wie sonst. Und dann durch die Stadt
Richtung Zoo, damit ihr dann am HCC dort auch rauskommt. Sucht euch da schon weitläufig irgendwie eine Parkmöglichkeit und wenn es geht, bildet Fahrtgemeinschaften, damit ihr nicht so viele Parkplätze halt in der Innenstadt suchen müsst. Das wäre ganz gut. Vielleicht nochmal ganz kurz aufgezählt, welche Mahnwachen sich dort an den beiden Tagen beteiligen. Das ist neben der Mahnwache Hannover natürlich, weil es in Hannover stattfindet. Unsere Mahnwache hier, die Mahnwache Braunschweig, Mahnwache Bremen, Mahnwache Bremerhaven, die Mahnwache Bad Salzdetfurt, die Mahnwache Hildesheim, die Mahnwache Dortmund, die Mahnwache Wilhelmshaven, die Mahnwache Osnabrück und die Mahnwache Oldenburg. Wir alle stehen also dort, zahlreich und natürlich auch viele, die jetzt noch gar nicht bei den Mahnwachen sind. Wir nutzen auch den 2.10., um dort möglichst viele Menschen anzusprechen und zu motivieren, auch am 3.10. mit uns am HCC zu stehen. Wer dort eventuell sich auch noch anbieten möchte für irgendwelche Vorträge, Reden, Beiträge, bitte an uns wenden, damit wir das Ganze halt mit einstielen können. Ja, ansonsten, wer es nicht weiß, es ist Tag der Deutschen Einheit. Wir haben Tag der deutlichen Wahrheit draus gemacht. Und ich wurde vorhin auch gerade angesprochen, es gibt ja viele Veranstaltungen. Wo sollen wir hingehen? Gut, ich würde natürlich sagen, kommt mit uns nach Hannover. Aber es sind viele wichtige Veranstaltungen am 3.10. Und es ist egal, wo ihr euch engagiert, aber engagiert euch. Steht einfach auf, nutzt die Möglichkeiten, fahrt nach Kalkar. Dort wird gegen das NATO oder am NATO-Hauptquartier, wo alle kriegerischen Handlungen, kann man sagen, in Deutschland koordiniert werden von den Alliierten. Dort ist eine große Demo, aber auch in Hamburg ist eine Demo. Also es sind ganz viele Demonstrationen am 3.10. und egal wo ihr euch engagiert, engagiert euch. Das ist die Hauptsache, dass viele Menschen auf der Straße sind, damit wir endlich was bewegen können. Ich hatte gerade noch, muss ich noch mal eben kurz die Info holen. So, letzte Woche war jemand hier, der leider diese Woche nicht kommen konnte. Er hat mich aber gebeten, seine Demos hier noch mal kurz anzusagen. Das ist der Helmut Kees. Und er hatte wohl heute eine kleine Demo gehabt vor der Commerzbank in Braunschweig. Zwar Friedrich-Wilhelm-Platz 1. Und ihm geht es darum, dass die Commerzbank wohl an Atomwaffenfinanzierungen mit beteiligt ist. Und dagegen hat er heute wohl demonstriert, ruft aber auch auf für Mittwoch, den 1.10. vor der Commerzbank Braunschweig, Dagwartstraße, Bohlweg 33. Von 14.30 Uhr bis 16 Uhr mit dabei zu sein und Donnerstag, also wer vielleicht nicht nach Hannover fährt, wie gesagt, es gibt immer Möglichkeiten, sich zu engagieren. Donnerstag, der 2.10. vor der Commerzbank Jasperallee 64, von 16 bis 18 Uhr. Ihn dort vielleicht auch zu unterstützen. Er hat gesagt, er steht dort, auch wenn er alleine dort steht. Aber es sind viele Menschen hier und ich denke, sowas ist auch würdig zu unterstützen, denn diese ganzen Atomwaffenlobby, die muss man tatsächlich nicht unterstützen, beziehungsweise die es unterstützen, da muss man auch deutlich ein Veto dagegen einlegen. Also wenn ihr die Möglichkeit habt, unterstützt den Helmut Kees bitte bei seinen Aktionen hier in Braunschweig, seine Demonstration gegen die Commerzbank. Ja, wir lesen jede Woche einen Gruß aus einer anderen Stadt vor. Ich weiß nicht, gibt es Menschen, die heute zum ersten Mal hier auf der Mahnwache sind oder alles Wiederholungstäter? Gibt es jemanden, der ganz neu ist? Jawohl, da sind ein paar, okay. Jawohl, klasse. Es ist einfach wichtig, weil wir können nur was bewegen, wenn wir viele sind. Und deswegen brauchen wir einfach Menschen, die hierher kommen. Und es gibt hier, das ist auch das Problem, vielleicht auch mal nochmal kurz erklärt, auch zu den Mahnwachen. Warum auch die Medien nicht so drauf einsteigen. Ich meine, wir haben eine positive oder eine gute, neutrale Presse hier in Braunschweig und das finde ich total klasse, was die Braunschweiger Zeitung bisher hier an Berichterstattung gemacht hat. Und sie haben auch nicht Vorurteile übernommen, sondern sie haben auch nachgefragt. Es gab ja einen Bericht zum 1. September, als wir den Weltfriedenstag gefeiert haben.
wo dann auch die Braunschweiger Zeitung sowohl bei den Linken als auch bei der Antifa nachgefragt hat, ob wir hier in Ordnung sind oder ob es hier irgendwelche rechten Strömungen gibt. Und beide haben gesagt, nein, hier die Mahnwache Braunschweig ist sauber, da gibt es nichts anzukreiden. Und aber alleine schon von den Medien her diesen Schritt zu machen und nicht einfach nur wieder mal polemisch, wie die großen Mainstream-Medien das machen, einfach irgendetwas übernehmen, was die anderen schon mal geschrieben haben, ist immer am einfachsten, sondern wirklich selber mal zu recherchieren, und das finde ich total klasse. Aber wo ist das Problem bei den Medien? Ich denke, das große Problem bei den Medien ist einfach, sie haben keine Schublade für uns. Sie können uns nicht in links, nicht in rechts, sie können uns nirgendwo wirklich reinstecken, weil wir wollen Frieden und wir sind nicht parteilich einzuordnen, wir sind nicht religiös einzuordnen. Das heißt, die wissen nicht, wie sie uns richtig packen sollen, in welche Schublade sie uns stecken sollen. Ein paar haben sie ausprobiert, da haben wir nicht reingepasst. Und ja, jetzt im Moment schweigen sie, weil sie nicht wissen, wie sie über uns berichten sollen. Und deswegen ist einfach wichtig, dass wir diese Informationen übernehmen, dass wir die Menschen ansprechen, die wir kennen, mit hier hinbringen. Wenn sie vielleicht mal irgendwas Komisches über die Mahnwachen gehört haben, einfach mal sagen, komm mit und schau es dir selbst an. Mach dir selbst ein Bild, ob da wirklich irgendwas schief läuft oder ob die Menschen da vorne einfach nur da stehen und wollen eine Veränderung hier in der Gesellschaft. Und wir sind Bürger, die hier stehen, es ist, wie gesagt, nicht parteilich, nicht irgendeiner Religionsgemeinschaft angehören. Wir sind einfach nur Bürger, die aufstehen, die einfach gemerkt haben, dass hier in diesem System irgendwas nicht stimmt. Dass wir in den Medien belogen werden, was die politische Situation, was die Situation in der Ukraine, damit fing ja alles an, was da abgeht, dass wir einfach gemerkt haben, da stimmt irgendetwas nicht, das kann nicht passen, was die uns erzählen. Und komischerweise immer mehr werden auch unsere Verschwörungstheorien in Anführungsstriche immer mehr auch in den Medien zur Wahrheit. Gerade auch in dieser Woche oder in letzter Woche wurde auch gerade zugegeben von Seiten der Amerikaner, dass es ja wohl doch dann nicht so hundertprozentig sein kann mit dem Abschuss des Flugzeugs über der Ukraine. Also vorher hat man behauptet, und ich habe es in der letzten Woche noch von Politikern, von deutschen Politikern in Talkshows gehört, der Russe, der Putin hätte ja den Abschuss zu verantworten in der Ukraine von dem Passagierflugzeug. Und jetzt mittlerweile werden Töne laut, dass sie da überhaupt nichts beweisen können und dass da wahrscheinlich nichts dran ist. Sie wissen nicht, wo es herkommt. Und vorher waren es Verschwörungstheorien von uns. Wir haben das einfach gemerkt und deswegen stehen wir jeden Montag hier. Und mittlerweile sind es über 100, in über 100 Städten, wo wir jeden Montag stehen. Als jeder für sich autark und ja, einfach hier für den Frieden, die Menschen, Wache.